die Strukturreform der Bundeswehr schreitet voran. Und eines ist klar, die Reservisten werden auch in Zukunft bei der Bundeswehr der Zukunft eine wesentliche Rolle spielen. Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, in den letzten Monaten das Thema abzuräumen, nämlich Besteuerung von Wehrsold, von Unterkunft, von Leistungszuschlag und Ähnlichem. Aber wir haben eine weitere wichtige Baustelle vor uns. Ich denke, wir müssen uns auch darum kümmern, wir vom Verband der Reservisten der Bundeswehr müssen uns darum kümmern, die Einberufungspraxis zu entschlacken, zu entbürokratisieren. Es muss möglich sein, in Zukunft unter Umgehung von vielen, vielen Dienststellen einfach direkt vom Verband den Reservisten zu holen und dann auch die Vergütung entsprechend praxisnah zu organisieren. Wir, damit meine ich die 119.000 Reservisten, die im Verband der Reservisten der Bundeswehr organisiert sind, die dafür kämpfen, dass die 2.500 Dienstposten, die für Reservisten zur Verfügung stehen, die auch für die Bundeswehr unheimlich wichtig sind, die für unsere Auslandseinsätze unheimlich wichtig sind, entsprechend gestaltet und besetzt werden können.